Schalömchen, Freunde! Schalömchen, Freunde der News für einen E-Scooter, den wir angekündigt haben und so. Ja, wir haben natürlich fleißig versucht, unseren Einfluss mit René zusammen mit Mikrofahrzeuge spielen zu lassen und einen E-Scooter nach Deutschland zu bringen. Wir haben wirklich Schwierigkeiten, da das passende Modell zu finden, weil wir können natürlich nicht jede Menge Geld im Voraus nehmen und dann den perfekten E-Scooter machen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen gucken, ja, dass wir wenig kosten, aber dafür einen sehr guten Scooter bekommen. Genau. Und wie es der Zufall so möchte, haben wir kurze Zeit später den Cookie Ring G2 Master getestet und der hat wirklich unsere Erwartungen erfüllt, habt ihr im Video gesehen. Viele von euch hatten auch geschrieben, der muss nach Deutschland kommen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich weiß nicht, ob die das gehört haben, also Kukurin. Aber Kukurin hat natürlich schon... Die sind dabei, die sind nach Deutschland zu holen, kann man schon mal sagen. Die sind aber dabei, den nach Deutschland zu holen, sehr wahrscheinlich in der Form, wie alle China-Hersteller das machen, ohne wirklich Plan. Das heißt quasi 500 Watt Motor im Heck und Tacho und alles bleibt gleich. Irgendein Billo-Controller, weiß ich nicht. Es ist einfach nur Spekulation. Wirklich, ja. Keine Ahnung. Da haben wir noch keine Infos drüber gekriegt. Jedenfalls haben wir natürlich dann mit dem René auch direkt den Kontakt dahin gesucht. Wir haben ja auch schon öfter mit denen geschrieben und haben gesagt, ey, wäre da nicht möglich, dass man das Ganze so gemeinsam gestaltet? Quasi, dass wir so eine Art eigene Version von dem Scooter kriegen, die nach unseren bzw. euren Wünschen angepasst wird. Ich muss natürlich kurz erklären, wir hätten da zwei Möglichkeiten. Einmal, wenn die den Scooter nach Deutschland bringen, designtechnisch was zu machen, weil die ABE dann trotzdem noch greift. Also die bringen den Scooter nach Deutschland, die tun eine ABE dafür erstellen, kostet ja mehrere 10.000 Euro und Design ist ja egal. Das heißt, ja, wir könnten uns an dem ABE bereichern, könnten in die ABE einsteigen. Wir könnten das abstauben quasi. Ja. Also wir nehmen den fertigen G2 Master, klatschen Aufkleber drauf und sagen, ist jetzt unser Scooter. Das wäre eine Version. Also wir würden natürlich richtig geilen Design machen. Wir sind auch dabei. Vielleicht können wir gleich noch ein paar Designs einblenden. Wir sind natürlich schon dabei. Oder wir haben eine andere Version oder andere Variante wäre gewesen, wir nehmen den Scooter an sich, machen den perfekt, so auf unsere Wünsche komplett, neuen Tacho dran, alles Mögliche, was man sich hier vorstellen könnte, dass wir den als perfekten Scooter für uns betiteln könnten. Ja. Aber dann musst du neue ABE anmelden, dann musst du ganz andere Stückzahlen beauftragen und dann wären wir locker beim Doppelten vom Preis. Ganz genau. Und deswegen, da sind wir gerade dran. Wir versuchen, unseren guten Einfluss da mit Kukurin ein bisschen wirken zu lassen. Wir haben schon länger nichts mehr zu dem Thema gesagt. Ich habe auch schon ein paar Mal in den Kommentaren gelesen mit so, ja, das haben die sich eh nur ausgedacht und so. Also, nee, Freunde. So, das haben wir uns ausgedacht. Ja, aber das ist die Tat und so. Aber wir haben halt auch, so viel Langeweile haben wir dann doch nicht. Also, da gibt es auf jeden Fall ein paar Updates zu. Wir können euch ja mal so ein paar Trittbrett-Designs einblenden. Jetzt nicht von Trittbrett, sondern einfach nur so. Und ihr könnt mal eure Meinung dazu sagen. Da werden auf jeden Fall noch ein paar mehr hinterherkommen. Und, also wenn wir den natürlich als Design-Scooter nach Deutschland bringen, in Kooperation mit Kukurin, wird das optisch der geilste Scooter, definitiv. Optisch safe, aber der muss natürlich auch abliefern. Und deswegen müssen wir mal gucken, was Kukurin sich da so genau vorgestellt hat. Weil wenn wir die jetzt dazu bringen können, dass sie den Scooter von vornherein schon in die richtige Richtung lenken, heißt quasi, Dual-Motor muss nicht unbedingt sein, wäre aber ganz cool. Aber nehmen wir mal als Beispiel so die Specs vom Legacy 2, jetzt einfach nur so als Beispiel. Quasi 250 Watt wäre dann in so einer unteren Preisklasse auf jeden Fall übertrieben geil. Ja. Und vor allem der Scooter ist halt nicht so groß wie der Legacy, der ist halt doch ein Stück kleiner. Ja, der ist geil. Also der G2 Master ist echt cool. Der ist eigentlich von der Größe der perfekte Allround-Scooter. Würde ich auch so sagen. Ihr habt ja auch gesehen, der hat den Elite X im Wald richtig stehen lassen. Und ja, also Freunde, das ist auf jeden Fall so ein paar kleine Updates. Jetzt seid ihr aber gefragt. Schreibt da gerne auch mal eure Meinung zum Scooter in die Kommentare. Wenn ihr das G2 Master-View nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an, dann wisst ihr, worüber wir reden. Bedenkt bitte, dass irgendwelche leuchtenden Schriftzüge an den Seiten natürlich entfernt werden müssen, weil man könnte ja auf den Straßen nachts gesehen werden. Und das soll man ja nicht. Ne? Ja. Wir sind ja hier in Deutschland. Vielleicht können wir UV-Farbe nehmen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Das waren so ein paar kleine Updates dazu. Wirklich, wenn es so weit kommen sollte, ist der G2 auf jeden Fall der längeren Auswahl. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, eure Meinung dazu packen. Wenn wir den von Grund auf, wenn Kukurin jetzt sagt, die bringen den gar nicht nach Deutschland, ist natürlich dann wieder eine ganz andere Geschichte. Da müssen wir natürlich alles selbst machen. Da müssen wir die ABE, da müssen wir die Stückzahlen alles selbst für uns ordern oder für euch oder für den deutschen Markt. Und wir werden da preislich... Boah, ja, das ist das Schwierige. Entweder verkaufen wir das mit Minus oder wir haben einen echt teuren Scooter.
Genau, das ist das. Und das wollen wir eigentlich nicht. Deswegen, Freunde, auch wenn das jetzt nichts Konkretes war, wir können euch schon mal sagen, unser Stand der Dinge ist, Kukirin will ihn nach Deutschland holen und wir sollen uns da einklinken. Kukirin weiß auch da schon Bescheid. Also mit denen wurde schon gesprochen, das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht. Deswegen haben wir auch so ein paar vorgefertigte Designs schon, um zu gucken, was würde geil bei den Leuten ankommen. Wenn es da konkrete, fertige, feine Designs gibt, dann werden wir die hier posten und dann könnt ihr einfach abstimmen. Was findet ihr geil? So. Ja. Das ist ganz einfach. Also das ist ja das Gute für euch. Also muss euch da auch gefallen. Ich meine generell, wenn wir da noch im Gespräch mit Kukirin sind und die sind noch nicht so weit und wir könnten uns da schon vorher einklinken, könnte man natürlich ein paar Kleinigkeiten wie, ja, einen neuen Ständer oder vielleicht ein anderes Tacho auch mit einbringen. Mhm. Das wäre natürlich richtig geil. Aber wir wissen noch nicht genau, wie weit die sind. Wir sind natürlich im Kontakt. Aber das sind natürlich unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche Genau, also der eine weiß dann nicht, was der andere macht. Das ist ein bisschen schwierig immer mit denen. Also das ist immer generell ein bisschen schwierig, so eine Kontaktaufnahme. Aber das läuft und da wollten wir euch drüber informieren. Das Projekt ist nicht tot, wie manche behauptet haben. Das läuft und ja, da gibt es hoffentlich bald konkretere Updates. Und ich würde mich echt freuen, wenn der G2 nach Master nach Deutschland kommt, weil das ist wirklich ein gutes Gut. Ist wirklich und ich top. Könnte mir auch vorstellen, wenn Kukirin das hinbekommt, dann passiert auch genau das, was wir vor ein paar Videos gesagt haben mit den deutschen Herstellern. Da haben auch ein paar Leute gesagt, das sind keine Hersteller, das wissen wir natürlich. Deswegen haben wir auch den Titel geschrieben, das sind keine Hersteller, sondern E-Scooter-Firmen. Ja, ja. Also die betiteln sich als E-Scooter-Firmen, die sind keine Hersteller, die tun natürlich auch nur aus China kaufen. Und wenn Kukirin das nach Deutschland bringt, die Scooter, dann übergehen die natürlich zwei, also mindestens eine Einheit, wenn nicht sogar zwei Einheiten, dann wäre der Scooter deutlich günstiger. Deutlich, Freunde, deutlich. Und ihr müsst überlegen, deutlich. Der G2 Master, der kostet aktuell so um die 1000 Euro. Natürlich ohne Zulassung. Ja? Mit Zulassung ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber der hat, glaube ich, was hat das Ding? 20,8 Ampere, 52 Volt Akku oder sowas. Der hat zweimal 1000 Watt, glaube ich. Das ist einfach ein geiles Teil. Das macht einfach Spaß, damit zu fahren. Natürlich kann er mit den Specs bzw. mit den Motorspecs nicht so nach Deutschland kommen. Aber wie gesagt, wir schauen mal, was wir da bewirken können für euch. Das wäre nämlich extrem geil, weil dann habe ich auf jeden Fall einen neuen Lieblingsscooter. Ja, es sei denn, sagt ihr jetzt, das macht keinen Sinn, kaufe ich mir nicht. Also gibt es bestimmt ein paar. Aber wenn der Größer sagt, geil, coole Sache, schreibt es dann gerne in die Kommentare, damit wir auch wissen. Ja, oder liked einfach das Video. Dann sehen wir es auch. Am besten wir auch in die Kommentare schreiben, Freunde. Und beim nächsten Mal gibt es ein paar konkretere Updates. Wir wollten uns nur mal da wieder zu Wort melden. Ey, der Akkudeckel ist schon wieder aufgegangen. Hä? Wie geht das? Keine Ahnung. Das ist ein Magnet. Das ist Gegenmagnet. Ja. Also Magnet falsch rum reingemacht. Naja, Freunde, das war's eigentlich dazu. Wenn ihr dann noch Ideen oder so habt, schreibt die gerne in die Kommentare, irgendwelche Anregungen. Wir wollten uns da, wie gesagt, nur mal zu Wort melden, weil wir da lange nichts von uns hören lassen haben. Und nicht, dass ihr denkt, das Projekt ist tot oder so. Nein, das läuft im Hintergrund. Nur wir posten halt nicht jeden Scheiß auf YouTube, weil bringt ja nichts. Ne? Und wenn das dann wirklich funktionieren sollte, danach kommt der übelste Scooter. Dann bringen wir die Talaria als E-Scooter nach Deutschland. Das wäre krass. So 5000 Watt. Ja. Okay, dann war's erstmal. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis später. Tschüss. Tschüss.